Hallo, meine lieben Nicht-Geburtstagskinder oder vielleicht auch doch und willkommen im Dezember. Ja, es ist soweit, es ist Adventskalenderzeit. Es gab heute ja schon ein Video, aber das hatte ich halt noch übrig und wollte ich noch gemacht haben, bevor das neue Jahr beginnt. Also noch nicht warten, bis der Adventskalender durch ist, weil diese Hot Wheels-Geschichte fand ich nochmal ganz spannend. Aber wir haben ja jetzt auch bis zum 24. jeden Tag Adventskalender aufzumachen. Es gibt zweieinhalb. Es gibt den Lego Harry Potter. Es gibt den China-markenlosen Dinosaur-Kalender. Und es gibt ein tägliches Mock hier drin. Ich hoffe, ich halte das durch. Ich habe einen ganz guten Plan. Ich weiß noch nicht ganz, während ich diesen Teil jetzt aufnehme, ob ich die Teile da habe, um das auch auf Kamera zu bauen oder ob ich nachher eine Mock-Anleitung einstelle. Das sehen wir im Segment nach dem Adventskalender aufmachen. Die haben übrigens beide auch so eine Klappe. Beim Harry Potter, beziehungsweise erkennt man das ja. Weil zudem gibt es so wirklich viele Videos. Punkt, das kann man hier vorne auf. So, natürlich, dann sind die Türen dahinter. Ihr kennt das. Ne? Türen. So. Und hier ist noch so eine kleine Spielfläche, mit der man dann mit den Figuren und den Sachen, die dabei sind, irgendwas spielen kann. Ich muss mal gucken, ob da irgendwo eine Anleitung drin liegt. Vielleicht ja schon ein Türchen 1 oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es hier irgendeine Form von Spiel. Vielleicht muss man sie auch runterladen. Ich bin nicht sicher. Es steht bestimmt irgendwo auf dem Karton. Ich habe. Oh, Moment, da unten steht's. Find Board Game Instructions at. Der QR-Code da. Das ist die URL für die Anleitung. Okay, und darunter steht auch URL: lego.com/Harry-Potter-Adventkalender. Adventkalender in einem Wort. Das ist seltsam, aber es ist so. Harry Potter auch in einem Wort. Der Einsatz von Bindestrichen hier ist seltsam, aber okay, dann ist es so gedacht. Da findet man also die Anleitung zu diesem Spiel hier. Und er hier, der jetzt so ein bisschen auf dem Kopf steht, hat auch so eine Klappe. Da ist aber einfach nur eine Uhrzeitlandschaft drin, um seine Saurier hinzustellen. Und was ich sehr angenehm finde, die Türchen sind in Reihenfolge. Moment, wo ist die oberste? Die oberste Reihe kriege ich gerade nicht auf die Kamera, weil ich gerade beide Hände am Kalender habe und dadurch die Kamera nicht bewegen kann. Aber ihr seht, die sind nacheinander. 7, 8, 9, 10, darüber sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist sehr schön. Da muss man nicht so lange suchen. Für manche ist das Suchen ja wichtiger Teil des Kalenders. Für mich ist es manchmal ein bisschen nervig. Aber ich fange mal mit dem hier an, weil er schon so nett sagt, hey, ich mache chronologisch, das ist schnell zu finden. Ihr seht jetzt die Tür natürlich nicht. Wobei, jetzt kann ich die Kamera wieder. Da ist Türchen Nummer 1. Da am Rande. Da kann ich jetzt mal aufmachen. Und dann schauen wir mal, was da drin ist in unserem China. Uah. Ding, hoppa. Ja, der geht aber schwer auf. Geht der hier auf? Ja, der geht da. Ach so, da ist ein. Wie kriege ich den jetzt hier wieder raus? Ja, okay. einfach nur Pappe. Das ist also nicht so wie bei Lego, dass die Anleitung auf der Innenseite ist. Hoffentlich ist überhaupt da. Anleitung, aber zwei Tüten. Es ist keine Anleitung dabei. Das wird spannend, weil ich weiß ja noch nicht mal, was das hier werden soll als Modell. Ich meine, ich sehe Blätter. Ich sehe eine große Platte. Ich muss jetzt ernsthaft. Okay, das ist. Das ist nicht so ideal. Ah, das ist das hier. Da, ne? Mal gucken. Ne, da sind keine Blätter bei. Das kann es nicht sein. Das ist das Tor. Das ist das Tor. Das ist es, das Tor. Ich sehe jetzt also, wie es fertig aussieht und ich bekomme die Steine dafür. Und jetzt muss ich mir selbst überlegen, okay, wie bekomme ich aus diesen Steinen dieses Ding gebaut? Ich glaube, das kann etwas länger dauern und deswegen werde ich mal eine ganz kurze Pause machen, in der ich versuche, aus den Steinen hier das Ding zu bauen. Denn wenn ich das jetzt komplett aufzeichne, könnte es einfach zu lange dauern. Langes Video werden. Ich mache das mal eben. Das wird bei den Sauriern noch ein Problem. Vor allem, ja, der große T-Rex ist ja nett, aber wenn dafür keine Anleitung dabei ist. Ich glaube nicht, dass ich daraus finde, wie der dann zusammengebaut wird. Ich glaube auch nicht, dass ich das will, so wie das Ding aussieht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich es schaffen werde. Das wird noch schwierig bei denen hier. Aber ich mach mal eben. Okay, der Kalender wird noch spannend werden. Das ist im Grunde die Hälfte vom Tor. Was mich sehr überrascht, weil das hier sind definitiv deutlich mehr als 12
Dinge und jetzt bin ich sehr verwirrt, wie dieser Kalender sich entwickeln wird. Jedenfalls ja, Hälfte vom Tor und ein paar Teile, die noch nicht zusammengebaut werden können. Denn das hier ist definitiv der Bogen, der hier ist. Aber um die anbringen zu können, brauche ich mindestens noch einen Snotstein, um hier die Dinger vor. Und das hier müsste auch höher liegen, als es liegt. Da muss noch einmal eins oder sowas drunter. Das heißt, der Bogen wird mit der zweiten Hälfte des Tores erst komplett. Und mit der ersten lässt er sich noch gar nicht anbringen. Jetzt habe ich ein halbes Tor. Geht das auf? Das geht auf, aber die Klemmkraft ist halt heftig, deswegen ist es schwierig, das zu drehen. Wird wahrscheinlich lockerer, wenn ich das oft mache. Genau, Klemmkraft ist wirklich gut bei den Dingern. Es war ein komplettes Rätsel und dann ist mir aufgefallen, aha, es ist die linke Hälfte vom Tor, die rechte ist noch gar nicht dabei. Und man musste erstmal darauf kommen, dass hier jede Menge 1x1er eingebaut sind, um halt diese Teile hier mit einsetzen zu können, diese 1x2er, die Runden. Schöne Teile übrigens. Der hier ist in Flat Silver. Warum auch immer. Weil Flat Silver ist ja eigentlich Metall und das Ding sollte eher aus Stein sein. Aber okay, ich beschwere mich nicht über ein Flat Silver 2x2er Dachschräge. Das ist eigentlich ganz nett als Teil. Für das Modell halt irgendwie nicht. Aber hey, kann ich bestimmt nochmal brauchen. Da muss man auch erstmal drauf kommen, dass die Grundplatte hiermit erweitert wird, damit man das Ding hier komplett drauf kriegt. Also das sind echt Dinge, man muss erstmal drauf kommen, was da ist. Man hat ein bisschen zu rätseln. Und man kann das positiv sehen. Man kann durchaus sagen, ja okay, das ist halt eine Rätselgeschichte, bringt Spannung rein. Halbes Tor ist ein bisschen lame, aber das macht der Harry Potter Kalender auch manchmal. Vor 2 Jahren hat er es definitiv mal gemacht, als ein Tisch in 2 Hälften kam. Insofern will ich da nicht vorgreifen. Vielleicht ist es ja trotzdem besser als der Harry Potter. Wer weiß. Wir machen nämlich wieder, das hatte ich vergessen, ein kleines Wettrennen, wer von den beiden Kalendern besser ist. Ich habe einen klaren Favoriten. Aber wir können uns überraschen lassen. Das hier ist hingegen bescheuert. Also wenigstens der Snotstein, um die beiden Fliesen hier noch vorsetzen zu können. Der hätte noch mit bei sein können, damit man ein bisschen vorankommt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt über 3 Tage verteilt ist. Das wäre wirklich nervig. Ich weiß auch nicht, ob der Stein hier nochmal eingesetzt wird oder ob der jetzt einfach nur übrig ist. Wir werden es rausfinden. Wahrscheinlich dann morgen. Okay. Das also unser Dinosaur-Kalender. Und nun zum haarigen Töpfer, der die 1 da oben hat. Da. Zweite Reihe sieht man die 1, dann sieht die 1. Da ist er. Haha. Und das sind interessante Symbole. Ich glaube, die heißen jeweils, aus welchem Film das ist. Und Kristall? Für welchen Film könnte der Kristall stehen? Keine Ahnung. Ich sehe Feuerkelch, ich sehe Kammer des Schreckens, ist ein Basilisk. Die Heiligtümer des Todes. Halbblutprinz? Mit dem Buch? Wahrscheinlich. Das könnte aber auch dafür stehen, dass es ein Teil von dem Brettspiel einfach ist und kein Film. Das ist ich habe keine Ahnung, was das darstellt. Bauen wir es mal auf, mal gucken, ob ich es dann erkenne. Oh, ist auch relativ viele Steine. Und weil ich hier eine Anleitung habe, muss ich auch nicht wieder wegschneiden. Na, komm raus. Du auch. Ja, da ist ein ganz clear runder 1x1er noch drin und hier ist noch so ein Einzelpinöppel in schwarz, der da stecken bleibt. So, jetzt haben wir alles. Okay. Okay. Ey, hier geblieben. Yay. Au. Baufortschritt. Das rennt ja schon wieder weg. So, Moment mal. Ah, da kommt noch. Okay. Da kommt noch so ein schwarzer drunter. So. So. Okay, der gleicht den aus. Das macht Sinn. Habe ich 2 einmal? Ja, ich habe 2 einmal. Ist auch gut. Okay. Das wird vermutlich eine Mikroversion von irgendeinem Gebäude. Wo habe ich denn
Boah, auf dem dunklen Kalender sieht man gar nichts, wenn es darauf abgelegt ist. Im Moment hält auch noch nicht wirklich viel zusammen. Ja, da ist der 1x1er, der kommt hier noch drüber. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es darstellen soll, aber wir finden das schon noch raus. So, und ihr bekommt jetzt schwarze Pinöppel drauf. Einmal, mindestens zweimal. Das Modell ist von seiner Komplexität schon am Ende dessen, was so eine einseitige Anleitung kann. Ich bin nämlich auch sehr verwirrt. Sehr, sehr okay. Da kommt noch, okay, bauen wir es so rum auf, weil sonst gibt es nur Chaos. So, und dann muss doch jetzt eigentlich, sind da zwei mit Griffen? Also der hier definitiv. Ah, das ist nochmal ein runder, okay. Boah, das fällt hier alles auseinander wieder. Ich hoffe, am Ende wird es stabilisiert. Ja, wird es. Da kommt am Ende eine ganz übergreifende Fliese drauf, weil das ist im Moment etwas kompliziert. So, jetzt kommst du da drunter. Das könnte ein Fehler gewesen sein, den jetzt schon zu bauen. Na, okay, passt. Wird da im Grunde eingeklemmt. Das ist definitiv ein Gebäude, aber ich weiß immer noch nicht welches. Und der jetzt nochmal da drauf. Okay. Das ist ein Laden aus der Winkelgasse, da bin ich jetzt ziemlich sicher. Das heißt immer noch nicht, dass ich wüsste welcher, aber es ist definitiv ein Laden in der Winkelgasse. Okay, und jetzt nochmal er hier. So, und dann wahrscheinlich... Ah, Moment. Ah, nochmal Mauerstein, aber diesmal die andere Seite. Damit wir hier ein bisschen... Bisschen Abwechslung haben, geh auf die Noppen, du Aas. Und okay, die nochmal. Wo ist der andere? Da. So, und dann in der Mitte dazwischen nochmal einer mit Clips. Irk. So, das Suspiece, weil. Ne? Und einmal zusammen stabilisieren, na komm. Und nochmal. Und die komische Antenne. Das ist Winkelgasse, aber ich weiß nicht welches Gebäude. Das könnte der Zauberstabladen sein, aber ich bin nicht sicher. Hier sind übrigens übrige Teile. Einmal 1er Fliese und ein Einzelpinöppel jeweils in Schwarz. Wir haben also heute zweimal Microbuilds und die sind beide kompetent gebaut. Vor allem, weil ich bei dem selbst rausfinden musste, wie es gemacht wird und dann ist es mit meiner Kompetenz gebaut. Auch wenn das hier nur ein halbes Tor ist, der hat ein bisschen... Die sind echt gleich auf. Der hier hat Vorteil mehr Plastik. Mehr Material drin. Also Tag 1, überraschenderweise, Dinosaur gewinnt. Knapp, weil vom Modell her sind die wirklich gleich auf, aber Dinosaur gewinnt. Yay! Es wird spannender, als ich dachte. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal morgen, wobei morgen kommt wahrscheinlich nochmal das Ding und damit disqualifiziert er sich. Nur halt spiegelverkehrt. Aber das finden wir morgen raus. Jetzt geht es mal kurz ins Thema Mock. Ich weiß noch nicht, ob ich die Teile da habe oder ob ich das gleich digital machen werde. Das finde ich raus, nachdem ich den Teil hier aufgezeichnet habe und die Teile raussuche. Aber das finden wir raus. Und ihr sogar schon innerhalb der nächsten Sekunde. Okay, vielleicht ein paar Sekunden, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche mal, das aus Steinen zu bauen. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so hinhauen wird, wie ich das gerade denke. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das wird gerade gleich der erste Versuch. Das ist so ungefähr, was ich mir vorstelle. Ich glaube, ich werde noch ein paar Steine dazu holen müssen, gleich, um das Ding komplett zu bauen. Aber das ist ja das Spannende. Ich habe einfach irgendeine Idee und ich mache mal und dann gucken wir mal, ob was dabei rauskommt.
So wird der Adventskalender selbst für mich noch eine Überraschung. Also dieser Teil. So, und zwar denke ich erstmal die Vorräte. Also, falls jemand fragt, was das wird. Es wird ja ein Weihnachtszug, soll es werden. Über die 24 Tage. Und natürlich muss ein Zug anfangen mit einer Lok. Irgendwo logisch, ne? Das heißt, ich werde jetzt. Ach so. Das ist genau anders, als ich dachte. Geht schon los. Die Lücke muss ich gleich mal füllen. Aber okay. Machen wir erstmal so weit, wie ich das Ganze gedacht habe. Das heißt, auch den kann ich nicht brauchen, sondern ich muss stattdessen den 2x2er Jumper holen. Okay, ich mache das mal eben. Dafür muss ich noch nicht wegschneiden. Das kann ich auch direkt machen. Weil die sind direkt in Griffreichweite. Jetzt brauche ich nur noch eine schöne Farbe. Schwarz am besten. Schwarz. Sehr gut. So, weg mit dem anderen. Sorry, den anderen jetzt mal gleich weggelegt. Ich hätte jetzt auch schneiden können, aber hey. So ist es noch viel leiser. Ach so, dich muss ich noch irgendwie abdecken. Machen wir gleich. Kommen wir erstmal soweit wir kommen können. Genau, dich wollte ich so haben. Hier vorne der schwarze, einmal Zweier, der zweite. Und dann kann ich nämlich hier übergehen und den hier noch mit einbinden. So. Dann, okay, der muss noch einen 1x2er drunter haben, damit der ausreichend hoch ist, damit das passt. Der könnte zu kurz sein. Moment, wir sind hier. Dann brauche ich definitiv noch mal einen runden 1x2er, damit der hier lang genug ist vor dem Vorbau. Okay, das können wir gleich machen. Trotzdem kann ich hier erstmal noch mal ein bisschen weiter aufbauen. So, bis zur Dachhöhe. Dass es hiermit übereinstimmt. Denn das hier sind quasi die Seiten. Ich kann ja auch schon mal das Dach aufsetzen, einfach nur damit das schon mal komplett ist und klar ist, wie der 4x4er hier hinkommt. Ist das zu weit hinten? Soll ich noch einen so oder? Na, ist da gar keine Noppenaufnahme? Ah, geht doch. So ist besser. Ja, so ist besser. Okay, dann muss jetzt halt echt noch hier noch mal einer vor, sonst wird es zu kurz, auch mit dem Stück da drauf. Okay, weiß ich das schon mal, aber ich kann noch mal eben die Hinterräder, die eigentlichen Antriebsräder zusammenbauen. Das ist tiefer als ich dachte. Abstandshalter muss ich dann auch noch besorgen. Aber das funktioniert. So, mal eben gucken von der Höhe. Das ist zu hoch. Okay, die Höhe ist ein echtes Problem. Wenn ich ihn drunter setze, ist es natürlich zu niedrig. Der müsste genau auf der Höhe von der Platte sein. Das ist ein ernsthaftes. Ich glaube, habe ich noch. Das ist doof. Okay, ich muss so oder so ein paar Teile noch mal besorgen. Aber soweit sind wir schon mal im Versuch. Das hier sieht schon mal halbwegs nach Lok aus. Der Rest muss jetzt noch irgendwie passend gemacht werden. Wir schaffen das. Okay, mal schauen, wie weit wir jetzt weiterkommen. Das lässt sich an einem Graben eine große Kiste unsortiertes Lego. Und das sind viele paar Teile jetzt bei gewesen, die noch nicht einsortiert sind. Ist übrigens, dass Lego sich ab einer bestimmten Menge einfach anfängt, wie Wasser zu verhalten. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Habe ich nicht gerade einmal. Egal. Die Idee ist aber jetzt aber so zu bauen und dann, ja gut, komm, dann nehme ich den hier drauf.
So. Dann habe ich jetzt nämlich eine Lücke, wo die hier wieder auf die richtige Höhe kommen können. Und die kann ich jetzt wiederum ansetzen. Mit denen hier sollte es... Ah, nee, das ist etwas zu hoch. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oder? Moment. Setzen wir mal drunter und gucken, was passiert. Yep, selbes wie eben. Da muss eine Platte noch drunter. Oder aber... Ich nehme stattdessen die normalen. Die, Moment. Gut, dass ich gerade sowieso noch den Raptor auseinandernehme. So, dann sind die hier etwas niedriger. Dann sollten die eigentlich dafür funktionieren. Ja, jetzt haben wir die richtige Höhe. Wunderbar. Das geht, auch wenn es jetzt farblich ein bisschen durcheinander ist. Ich wollte es eigentlich schön grün und schwarz halten. Aber das funktioniert. Das funktioniert ganz hervorragend. Okay. So, das heißt, der kann jetzt hier drauf. Dann brauche ich da noch zwei einmal Zweier. Damit ich den befestigen kann. Das funktioniert aber. Das funktioniert besser, als ich dachte. Du kommst noch hier drunter. Damit ich hier den nächsten Hänger, der Tender müsste dahinter dranhängen kann, schleift er auf dem Boden? Nee, ist gerade so nicht. Sehr gut. Die mittleren Räder sind nicht auf dem Boden, aber das macht nichts. Bisschen Höhegefälle ist da halt, aber man sieht es nicht wirklich. Okay, können wir machen. So, du bist da. Dann muss ich jetzt noch eben zwei einmal Zweierplatten besorgen. Oder habe ich hier noch welche? Nee, habe ich nicht. Dann geht das schon mal. Ich kann aber ihn noch eben die Nase verlängern, damit das auch wieder zusammenpasst. Wie gesagt, das ist mir zu kurz gewesen. So. Schornstein drauf. Ein einmal Zweier, um hier die Lücke zu füllen. Und Nasenspitze. Wunderbar. Ich hole noch mal ganz kurz eben zwei einmal Zweier, um die Lücke zu füllen und dann haben wir eine Lok. Ganz im Ernst, ich bin tatsächlich einigermaßen froh, wenn ich diese blöde 1x2er-Kiste, die komplett überfüllt ist, ein bisschen zum Verbauen leeren kann. Die ist echt vollständig überfüllt, das ist unglaublich. So, und ich glaube, ich lasse die einfach nach hinten offen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich könnte jetzt noch ein paar 1x1er hier aufeinander bauen, um einen Turm zu kriegen, aber ich finde, das sieht gar nicht mal schlecht aus. So, von vorne kann der Fahrer ein bisschen durchgucken. Das funktioniert. Wir haben für unseren Weihnachtszug eine Lok. Ich muss zugeben, die ist deutlich größer, als ich dachte. Ich wollte eigentlich einen kleineren Maßstab machen, aber das ist jetzt rausgekommen. Das funktioniert. Der Kalender hat begonnen. Wunderbar. Rollt einigermaßen. Könnte deutlich besser rollen, aber... geht. Ich glaube, die Platte hier, die ist tatsächlich ein bisschen auf dem Boden. Das schleift, glaube ich, ein bisschen. Ich könnte die natürlich auch einfach oben drauf machen. So, dann ist die Höhe für die, weil die müssen immer gleich hoch sein, damit sich die halt verbinden lassen. Das Verbinden ist ganz einfach. Wo habe ich jetzt gerade? Sekunde. Da kann ich wunderbar einfach die runden 1x2er-Platten nehmen und zack, drauf und dann auf den nächsten. Und dann habe ich eine wunderbare Kupplung für die Bahn. Die wird verdammt groß, wenn die am Ende fertig ist mit Lok-Tender und 22 Waggons. Das könnte eng werden. Ich muss auch noch jede Menge von diesen Rädern besorgen. Aber das ist der Einstieg. Der Dezember kann beginnen. Dann kann ich jetzt ja sagen, bis dahin und viel Spaß beim Bauen.